Ja, und damit willkommen zurück zur zweiten Episode von Timberborn. Es ist der Tag der Dürre. Ich bin da schon mal gespannt, wie sich das jetzt dann auf die Nahrung auswirken wird. Wir haben da noch 28. Die erste Aktion ist, wir werden die Holzfäller da hinten mal abreißen. Hier. Weil die kommen hier unten nicht hin. Und wir brauchen Holz. Das heißt Holz, Holzfällerfahne. 1, 2, 3 erstmal. Mit den entsprechenden Pfad. Was das vorherige Dürre dauert an. Oh, das ist schlecht. Brauchen wir vielleicht doch noch einen Sammler. Okay, das. Ja, gut. Okay, fast forward bitte. Pflanze ist gut bewässert und am Leben. Oh no, oh no, oh no. Oh shit. Das geht ja instant. Und wir haben auch kein Wasser mehr. Oh fuck. Ja, gut, dass wir hier einen Wasservorrat haben. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, er kann aber trotzdem noch sammeln. Immerhin. Die Pflanze verdorrte mit 1,6 Tagen sterben. Heiße. Gar kein Wasser mehr. Oh, 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 oh. Ich hätte also mal nicht damit gerechnet, dass wir schon in der zweiten Episode hier eine kleine Katastrophe vermutlich haben. Jetzt haben wir nur noch 7 Nahrung. Ja, damals schon den ersten, der gerne Nahrung hätte. Schlecht, schlecht, schlecht. Haben wir hier sonst nur. Ah, da hinten hätte man noch Bären. Wir kommen aber da nicht drauf. Außer wir machen. Muss ich mal kurz schauen. Holztreppe. Wie kommen wir da hinten am besten hin? Ich glaube, die. Das ist jetzt mal so eine Notfallübung. Okay, wir brauchen das einmal abgerissen. Gebäude und Ressourcen abreißen. Okay, bitte, batz das mal recht schnell. Und dann werden wir hier noch ein paar Sammler machen. Hier mal zwei. Und ihr macht erstmal Pause, bis auf einen. So, da, bitte sammeln. Ihr braucht hier wesentlich größere Tanks. Komma zwei Tage. Oh, bitte lass es jetzt wieder gut sein. Ist ja dann alles im Arsch. In 0,1 Tagen. Ja, okay. Und die ganzen Pflanzen sind tot. Verdorrt und leblos. So, du kannst einmal passieren hier. Geht. Jetzt hier. Oh, Gott sei Dank, es wird wieder grün und das Wasser kommt wieder. Oh, nice. Machen wir das mal eine ganz normale Stufe hier.
Das haben sie cool animiert. Oh, Pumpi läuft auch wieder. Ja, aber trotzdem. Leute, sammelt's mal bitte. Wisst ihr was? So funktioniert das, glaube ich, nicht. Gebäude abreißen. Yes. Yes. Und dann Nahrung, Sammler. Kommt sie da hinten hin? Yes. Haben wir die Straße hier noch? Okay, wir brauchen viel mehr Vorräte. Oh, bitte sterbt's nicht. Wie ist das allgemeine... Oh, oh. Wohlbefinden. Verhungert. Ah, scheiße. Es braucht 4 Tage, bis das wieder okay ist. Okay, da tut's jetzt mal sammeln, bitte. Ach, da hinten hätte sie auch nicht. Ich bin so ein Depp, dass da hinten die Treppe gegeben hätte. Können wir dich. Machen wir nochmal 2 hier. Ah, 6 Jungtier, wenn man dann. Okay, hier ist das jetzt alles frei. Ein Tag hier. So, dann hier mal alles abreißen. Bitte, bitte, Wishes, Gebäude und Ressourcen. Ressourcen abreißen. Und dann wollen wir hier das Feld platzieren. Nein! Wir haben die ersten Tode. Ach nee. Shit. Und auch noch mal verduschen. Ah, scheiße. Gut, das ist ein sehr schlechter Start. Weniger Wasser. Da könnte man schon mal Wasser ableiten, Wasserpumpe, eine zweite Wasserpumpe. Stört es das Wasserrad, wenn ich das hier mache? Ich hoffe mal nicht. Machen wir hier noch 3 Wassertanks. Und hier noch die Straße rein zu verbinden. Dann haben wir, das wäre dann 30. 6×30. Oh scheiße, sind schon wieder welche gestorben. Sind wir bei 10 Erwachsenen. Ist das hier alles besetzt? Ist nicht besetzt. Höchste Priorität, bitte. Ah, Mann. Das Spiel ist echt nicht einfach. Was, warum ist jetzt der Einzugsgebiet? Ah. Und keine Holzscheite. Okay, dann werden wir hier mal den Holzfäller hier auch noch bauen. Holzfäller vorne. 1, 2, 3. Und einmal bitte hier Holzfällen. Dankeschön. Und das da unten bitte abreißen. Ich habe gerade wieder das Gefühl, ich sollte neu anfügen. Ah, anfügen. Anfangen. Ja, scheiße, jetzt sind es noch 7. So eine Kacke. Okay, da kommt jetzt wieder Nahrung rein. Immerhin.
Fuck, wir produzieren aber kein Wasser. So ein Scheiß. Wohlbefinden 4. Ziehen wir da mal 2 ab. Okay, Wasser wird jetzt wieder produziert. Ja, fuck. Und der nächste tot. Jetzt sterben wir die alle weg. Mann. Oh, fuck. Und die nächsten. Ja, die Dürre kam wesentlich zu früh. Oh, ein Kack. Ja, bitte Nahrung. Okay, das läuft jetzt wieder an. Nahrung haben wir jetzt auch drin. Jetzt haben wir nur noch 5 Leute. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich mach mal einen kleinen Cut für euch. Ich lasse das Spiel mal ein bisschen weiterlaufen, bis wir ein bisschen mehr Biber haben. Sollte zwischendrin was Interessantes passieren, wie nächstes tolles Ereignis, dann komme ich natürlich rein. Also, bis gleich. Okay, Leute, es ist ein bisschen Zeit vergangen und schaut mal, was wieder da ist. Die Dürre. Ich bin jetzt ein bisschen besser vorbereitet. Wir haben jetzt 246 Nahrung, vor allem mal diese gebackenen Kartoffeln, die hier gemacht werden. Der braucht einfach Holz und die Kartoffeln. Ein paar hat es jetzt hier noch. Ich hoffe, die Leute sammeln das noch schnell. Und Wasser habe ich auch eine zweite Pumpe gemacht. Und 2 weitere Speicher, denn für den dritten wird es jetzt nicht mehr ausgehen. Jetzt haben wir 122 Wasser. Ich hoffe, die verrecken wir jetzt nicht wieder. 8 habe ich jetzt, plus 2 Kinder. Oh, bitte, macht schnell. Okay, schön sammeln hier, damit der hier produzieren kann. Weil mit einer Kartoffel und 0,1 Holz kriegen wir 4 Nahrung. Das ist super. Oh ja, bitte sammeln bis zum geht nicht mehr. Okay, dann können wir jetzt hier mal auf neutral gehen. Können wir das Gebäude upgraden? Ne, oder? Ne. Okay, wie lange geht das? 2,4 Tage. Ja, ich mache mir jetzt mal nicht allzu viel Sorgen. Materialien, okay. Ja, so gut aus. Nur Wasser könnte knapp werden. Jetzt mit 8. Und was ich mir jetzt noch gedacht habe, ist, wir haben hier ein großes Lagerhaus. Das kleine war nämlich schon voll mit Nahrung und so. Und dann konnten sie hier nichts mehr holen. Das ist das nächste Bauprojekt, aber es dauert halt alles recht lang jetzt, wo wir halt nur so wenig Biber haben. Uns fehlt es halt da ein bisschen an, Leute. Mal schauen. Wasser, da hätten wir auch noch den Bewässerungszug, den brauchen wir nicht. Großer Wassertank. 300. Wir müssen die Forschung wieder starten. Und dann muss ich mal schauen. Hier kommt das Wasser ja nicht rein. Ob wir eigentlich wie so großen Speicher machen können. Das ist halt die Frage. Okay, Bau. Das brauchen wir alles nicht. Wohnen. Nein, okay. Ja, also, ich lasse mal ein bisschen weiterlaufen, damit wir hier ein bisschen mehr Leute haben. Jetzt sind es sogar schon 9. Wenn jetzt nicht nur irgendwie was noch Schlimmeres passiert, komme ich wieder rein. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir haben jetzt wieder 15 Biber und 7 Kinder, die jetzt am Hochwachsen sind. Und die Nahrung ist jetzt wieder rapide nach unten gegangen. Also die fressen ganz gut. Was ich gemacht habe, ist hier das Feld ein bisschen erweitert. Vor allem mehr Kartoffeln hier für den Grillmeister hier. Und hier habe ich noch ein zweites Bauernhaus hingestellt. Aber da hat es noch keine Arbeiter. Dann können wir das hier noch voll machen. Da haben wir jetzt Sonnenblumen. Da haben wir diese Kartoffeln. Und hier schon mal Weizen. Hier später, dass wir da mal Brot machen können. Was ich jetzt gern angehen würde, ist hier der Wassertank. Und zwar würde ich mir hier gerne den großen kaufen, der große Wassertank.
Weil er schafft immerhin 300 anstatt die 30. Das heißt, wir werden nochmal die hier abreißen. Mal die löschen. War vielleicht noch schlau zu gucken. Oh, das ist aber ein dicker Oschi. Zahlt Energie mit angrenzenden Gebäuden. Okay, also wir tun das jetzt mal hier abreißen. Gebäude abreißen. So. Yes. Und das auch. Aber wo ist da der Eingang? Okay, der schaut so raus. Brauche ich jetzt da? Ich glaube, da brauche ich jetzt noch eine Straße, oder? Immer so. Ja. Okay, Wasser 300. Oh, scheiße, das Ding braucht Getriebe. Okay, was brauche ich für Getriebe? Wo ist denn das? Metall? Schmetzerei, Mine. Energieart, komm's her. Große Windmühle, Wasserrad. Ach, Getriebewerkstatt. Ein Holz, 6 Stunden und dann habe ich ein Getriebe. Ah, super geil. Okay, 100 Forschung. Oh, fast vorwarten hier. Wird denn jetzt schon hier mal ein Forscher drin? Hier ebenfalls. Dann sollte das eigentlich nicht allzu lang dauern. Und danach hier auf 100 kommen. Und dann will ich unbedingt hier mal seine Dachterrasse hinplatzen. Und hier dann die Häuser oben drauf. 3 Betten haben wir ja noch 2. Also wird dann eh Zeit dafür. So Leute, ich brauche Forschungspunkte. Schneller. Ach, in 3,5 Stunden nehmen wir 3. Okay, also pro Stunde 1. 85. Wir könnten eigentlich sagen, dass die ein bisschen länger arbeiten sollen. Hoffentlich sind sie dann mega unglücklich. Na komm, 3 noch bitte. Ah, da könnte man eigentlich nur sagen, Bäume fällen. Die hier. Dann haben sie da was zu tun. Okay, perfekt. Getriebewerkstatt ist fertig. Also zumindest für die Punkte her. Wo baue ich denn dich hin? Eigentlich macht es Sinn, dass es da in der Nähe vom Holzfäller ist. Was ist denn da ganz vorne? Ach so. Ja, machen wir mal so. Und dann hier noch den Weg. Du brauchst noch Planken. Okay. Dann können wir das hier erstmal passieren. Ja, wobei, bringt eh nichts. Kommt dann eh das Getriebe rein und die dann bitte einmal maximal Prio. Damit wir das noch haben. Und dann hoffe ich, dass wir währenddessen Kartüre kriegen. 4 Wir brauchen nur... Oh, was ist jetzt schon wieder? Was? Eine Dürre! Ach, na toll! Ah, das werden wir dann nicht fertig kriegen. Okay, wir werden das jetzt mal wieder abreißen. Warte mal, ganz kurz Pause. Verwendungswerk zum Gebäude zu löschen. Yes, please. Machen wir 3-mal die Kleinen hin. Ja, okay. 1, 2, 3. Ja, wird sich aber noch 40-mal ausgehen. Dann sagen wir hier mal allerhöchste Priorität. Auf die hier bitte. Shit. Ah, oh, und Nahrung wird ja auch wieder ein Problem. Oh, Moment, 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 Moment. Da müssen wir jetzt gegenwirken. Sammler. Sammler bitte. 1, 2, 3.
Na, ah, das wird jetzt beschissen. Dicht mal passieren. Unbedingt sammeln, bitte. Na, jetzt werde ich wieder Leute verlieren. So, ein Kack. Ah, wir haben kein Holz. Okay, jetzt haben wir zwei auf Holz. Und Getriebewerkstatt müssen wir pausieren. Brauchen wir nicht. Sehr sportlich. 1,9 Tage. Kann ich eigentlich sagen, dass ich keine neuen Biber haben will? Ja, ich glaube, es werden einfach immer automatisch mehr. Wie lange brauchen die noch? Ja. Yes. Oh, nee. Da wird es Opfer geben. Und bitte Wasser produzieren. Schaut mal, wie schnell das da schon runtergeht immer wieder, wenn die da nicht nachfüllen. Das Nahrungsmanagement ist nicht gut. Ich hätte es von Grund auf anders machen sollen. Kack. Schau mal jetzt hier aus. 14, der ist bald mal fertig. Ein Holz noch. Habe ich hier hinten eigentlich alles markiert? Ja. Ah, da kriegen wir jetzt wenigstens Karotten. Also ich wette, mindestens einer stirbt. Ja, doch. So, die Holzfäller könnten wir eigentlich wieder laufen lassen. Da hätten wir noch ein paar Beeren. Ah, shit, da haben wir jetzt kein Wasser drin. Ah, spannend, spannend, spannend. Ach was, 3 Tage geht es jetzt? Oha, ist ein Tag länger als wie letztes Mal. Und da wird es dann auch schon wieder trocken. Und das war's mit dem Wasser. Und der Nahrung. Okay, wir werden jetzt die Sammler kurz mal weiter oben platzieren. Machen wir hier den Pfad noch. Sammler, Sammler, Sammler. Einmal hier so, einmal hier mal so und einmal hier so. Und unten wieder abreißen, beziehungsweise können wir es einfach mal pausieren. Und wenn wir es da unten wieder brauchen, dann kannst du da wieder sammeln. So, komm, es macht schneller. 7,9 Tage. 250 Nahrung, ja, das könnte sich eigentlich noch ausgehen. Kritisch, kritisch. Ihm können wir eigentlich auch mal arbeiten lassen. Braucht er eh nur Planken, dann soll er arbeiten, wenn verfügbar. Oh, und wir könnten jetzt... Moment mal, wo war das mit dem Weg? Da, die Plattform können wir jetzt endlich mal machen. K
kann ich Holz verschwenden? Braucht man jetzt gerade irgendwo was Lebenswichtiges? Nee, ne. Aber hier können Sie mal bitte besetzen, damit wir hier Nahrung kriegen. Jetzt machen wir hier mal diese Dachterrasse, die glaube ich war in der Freizeitterrasse. Hm, das ist schlau. Aber schaut, man kann sie nicht mittig hinstellen. Irgendwie so. Jetzt machen wir hier eine Treppe. So. Und hier die Plattform so rüber. Und den Weg da oben drauf. Hier so rein. Bin mal gespannt, was sie dann da oben machen. Wie ist der Zustand von unseren Jungs? Eigentlich alles bestens. Noch. Und die werden auch bald erwachsen. Sehr gut. Süß. Was ist mit dir? Das Gebäude braucht Energie. Ach nein. Das Gebäude braucht die Energie. Also auch so ein Wasserrad. Ja, dann kann ich es eigentlich gerade direkt wieder abreißen, weil dann bringt mir das da überhaupt gar nichts. Gebäude abreißen. Ja, bitteschön. Oh, ich krieg die Ressourcen teilweise wieder. Das ist nur die Frage, wo wir das dann hinpflanzen. Hier vielleicht dann hier so. Müssen wir ein paar von denen entfernen, aber der hat uns jetzt schon ein paar Mal das Leben gerettet. Oder jetzt wissen sie. Aha, Energie. Energie dort, gerade Antriebswelle. Hohe Antriebswelle. Windmühle. 120. 200 PS. 400 PS. Macht das Wasserrad. 90 PS pro. Das sieht man nicht. Was braucht so ein Gebäude? Der braucht jetzt hier maximal 50 PS. 300 PS. Ja, dann machen wir die Wirtschaft doch da oben mit so einer Windmühle. Yes, okay. Windmühle 120. Geil. Wo bauen wir das hin? Also, das sollte man vielleicht zentral bauen. Nachdem wir da hier so mehrere Anschlüsse haben. Goldscheite, okay. Und Mr. Getriebe, der war hier. Guck mal so. Okay, dann brauchen wir hier noch den Anschluss. Und das wäre die Biegung. Wobei, ich glaube, ich möchte so ein T-Stück haben. Oh, so, und eine Gerade. Perfekt. Sedele. Und dann brauchen wir hier noch den Bart. Und dann sollte das laufen. Und jetzt kann man wieder das Große dahin machen. Gebäude aus dem Abreißen. So. Einmal abreißen. Yes. Und da hätte ich gerne den großen Wassertank. Cool. Wird ein bisschen dauern, bis das jetzt fertig ist. Die sind keine arbeitslosen Biber im Distrikt. Das ist auch fertig. Was? Ein Ort, in dem sich Biber abends entspannen. Wir müssen auf andere Gebäude besitzen, soziale Kontakte. Doch. Warum wird das hier nicht gebaut? Der Pfad hier? Kann man keine Arbeiter haben. Okay, dann werden wir jetzt noch ein paar Gebäude bauen. Und zwar möchte ich die mal hier oben machen. Kann ich die also versetzt? Nee. Ich glaube, ich möchte das so machen. Dann gehen wir hier mit einem Pfad so drüber. Einmal so. Machen hier die Treppe runter. Dann hätte ich mir gedacht, machen wir das so. Ein bisschen Deko wäre noch hier schön.
Dach kostet 60 Punkte. Oder eine Bank. Oh, Strauch. 20 Punkte. Ja, gerne. Machen wir das so. Was braucht es? Holzscheite. 12 Stück. Holla, die Waldfee. Holzscheite. Planken. Okay. Deswegen ist das auch so teuer dann. Ach, jetzt weiß ich, warum die da nicht draufkommen. Ich habe natürlich hier unten keinen Pfad hingemacht. Jetzt soll es aber gehen. Jetzt im Nachhinein wäre es vermutlich schöner gewesen, das ein bisschen weiter nach hinten zu versetzen. Hm. Gut, das können wir später immer noch tun. Wie schauen wir... Seid ihr schon erntebereit? Nein, noch nicht. Er ist am Produzieren. Nein, er ist nicht am Produzieren. Energieversorgung Nachfrage im Netzwerk 173. Energie das 173. Alles klar. Gut. Nein, das ist jetzt warten angesagt. Metall. Plünderflagge. Schmetzerei. Was war der nächste logische Step? Sternwarte, dass er vorne Sterne erlangt, wie man mehr Wissen über die Welt, in der sie leben. Okay, also schnellere Forschung. Schrein plus 1. Freibad. Okay. Großes Lager, das haben wir schon. Kapazität 4000. Aber das kostet mega viel. Also eine Abgabestelle. Doppelhütte, Dreifachhütte war auch mal interessant. Wären jetzt teuer mit 150. Bewohner ein einziges. Nee. Okay, den Bauern, den lassen wir jetzt hier mal wieder schaffen. Jetzt haben wir hier 6 freie Betten, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, mache ich noch mal einen Cut, bis das hier gebaut ist und dann sehen wir uns gleich wieder.